Wenn ihr wissen wollt, wie es heute weitergeht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Wie ihr es euch gewünscht habt, geht's jetzt direkt wieder mit dem Grubenhaus weiter. Und was steht heute an, Andi? Wir fangen direkt mal an mit den Wänden, weil die müssen jetzt mal gezogen werden. Also, let's go! Als allererstes muss man erstmal hier die Säge ausklappen, die kleine, weil wir brauchen eine Maßeinheit. Und warum auch immer arbeiten wir hier nicht mit Zollstocknasen. Weswegen wir jetzt halt diese Säge brauchen. Ja, die ist halt ein bisschen größer, aber wir brauchen sie. Leute, wir brauchen sie einfach. Jetzt wissen wir mal aus, wie lange das sein muss. Und zwar, was nehmen wir denn da am besten? Es trifft sich ja gut hier. Die rote Linie hier. Ja, das reicht auf jeden Fall. Von Mitte zu Mitte, genau. Das ist jetzt unser Maß, so lange müssen die Stämme werden. Jo Leute, auf dem Weg zum Stapel haben wir hier was Schönes entdeckt. Hier, schön die kleinen Spurchen hier, ja, die Spuren. Und hier die Losung. Und jetzt mal eine Frage an euch, was ist das für ein Tier? Das ist relativ einfach sogar. Ein Wolpertinger. Wahrscheinlich, ja. Ja, mal sehen, ob ich den jetzt überhaupt angehoben kriege. Das Streichholz hier. Warte. Aha, warte mal kurz. US Deadlift. Oh mein Gott. Es backt alles an und runter. Was weiter nach hinten, Digga? Weiß ich doch. Ich schütze mich mal kurz ab. Ja, genau. Oh nein. Ich beeil mich, ich beeil mich. Ist ja nicht schwer, nee. So, so ist gut. Erstmal. Na, eigentlich nicht. Naja, es rutscht ja. Na, der muss quasi dahinter. Okay. Hier ist ein Ast. Okay, okay, okay. 3, 2, oh mein Gott. Bruder, lass los. Es rutscht wieder, was? Nee, doch nicht. Das ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Was ist denn da? Entschuldigung. Oh, oh. An die Profi. Die sind vereist, wa? Ja, ist wirklich so. Das ist vereist, das Ding. Ach, die Scheiße. Wenn du abwechseln willst, sag Bescheid. Niemals! Boah, was ist das denn hier? Komm schon, komm schon. Da geht's halt hinten im Berg rein. Oh, Andi, der kommt gleich, der kommt gleich! Oh. Wieso denn nur? Oh, jetzt kommt er, ich lass los, ja? Ja. Alter. Aha, da sieht man's. Hier ist einigermaßen trocken und das hier ist halt nass. Man hört's am Klang. Deswegen war der Anfang auch so komisch. Ja, es ist einfach gefroren. Krass, ey. Oh Mann, ey. Eine halbe Stunde später, 7 Stämme sind fertig. Meine Güte. Die oberen gingen jetzt ein bisschen besser, weil die nicht so voller Wasser und gefroren waren. Egal, wir sind fertig. Die transportieren wir jetzt ins Lager. Let's go. Es waren für euch wieder 20 Sekunden, glaube ich. Zeitraffer, haben wir nachgeguckt. Und für uns ein ganzes Leben. Viertelstunde, 20. Ja, ich glaube, ja, doch 20 Minuten waren das jetzt. Oh. Die großen Stämme, die Pfeiler waren ja schon letztes Mal schwer. Aber die Dinger dafür, dass sie so kurz sind und trotzdem so voller Wasser und Eis. Voller Wasser und Eis, ey. Und jedes Mal auf dem Boden hat man keinen Grip gehabt und alter Schwede, ey. Ich glaube, so ein Teil hier wiegt wahrscheinlich 150 Kilo jetzt gerade. So ein kleiner. Ja, mehr als ein Mensch halt. Ja. Also locker mehr als ich. Locker mehr als ich. Naja, egal. Ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Wir sind froh, dass wir es jetzt erstmal hier haben. Sind trotzdem noch 4 Meter nach da. Ey, hör auf. Aber ich muss jetzt erstmal entspannen. Ich muss mir jetzt erstmal was trinken. Vielleicht ein warmes Teechen oder so. Ja. Mal gucken. Egal. Jetzt geht's gleich weiter. Ey Leute, wenn ihr jetzt immer noch nicht abonniert habt und Bock habt, dieses Projekt regelmäßig zu verfolgen, was müsst ihr machen? Dann jetzt auf den Abonnierknopf drücken, denn unterstützen tut nicht weh. Pause fertig, jetzt wird weiter geschuftet und uns ist gerade was aufgefallen. Und zwar? Wir müssen jetzt hier von der Wand noch ein bisschen was abtragen, weil die Stämme sind doch alle ein bisschen dick. Und das heißt, ja, wir müssen wieder buddeln. Juhu! Endlich wieder buddeln! Es hört auch nicht auf, deshalb. Ich sag dazu nichts mehr. Wir legen jetzt los. Okay. Ja, wir machen es mal ordentlich, Leute. Jetzt wird hier mit Ziereisen ein bisschen gearbeitet. Vor allem jetzt. Die ersten 20 Stämme schon alle in der Erde. Jetzt fangen wir damit an. Naja, aber ist ja so. Aber geht gut, weil es doch scharf ist. Wird einfach neu gekauft, wenn es nicht mal so ist. Macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ja, lass ihn jetzt einfach. Lass ihn mal kommen. Aber mit Schwung würde. Nee, nee. Doch, lass ihn mal kommen. Nein, nein. Doch, nein. Komm schon, Mann. Ey. Was ihr nicht gesehen habt, Andi hat sich gerade hingelegt. Was ihr seht. So.
Lass ihn jetzt kommen, Andi. Komm, schaffe ich ihn zu halten? Nein. Ach so, und tschüss. Ja, okay. Easy, Alter, schaffe ich das. Aber jetzt nicht mehr. Schwerkraft, was tust du? Siehst du, es zu wenig, Alter. Okay. Ja. Theoretisch. Oh. Ja, cool. Dann kommt jetzt hier mal die Isolierung gegen Feuchtigkeit. Das hast du schön gesagt. Ja, ne? Oder? Ach so, ja, gefroren und so. Aber ja, ungefähr. Es wird halten. Ja, mal gucken, wie die Stämme jetzt die müssen wir jetzt wahrscheinlich von innen hier so rein manövrieren. Ja, es wird gleich eh lustig. Oh, da habe ich ja richtig Lust drauf. Ich habe Bock, wie es gleich aussieht, wenn so eine Wand fertig ist und wenn hier einfach nur Holz ist. So richtig ja. Dickes Holz. Wird gut, wird gut. Ey, das ist ja optimal. Trickshot! Boo! Nein, 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 nein! Wie knapp es war. Gut, die Stämme haben wir jetzt drin. Jetzt gilt es, dass wir erstmal Erde hinter die Folie machen, damit der unterste Stamm schon mal safe liegt. Und dann kommt Stück für Stück die nächsten Stämme oben drauf. Das ist nämlich das Geile, es hält sich alles von allein. Ich bin jetzt, also wir haben jetzt dummerweise schon alle Stämme reingeflippt. Ich bin gespannt, wie wir die ganz oben raufkriegen. Sehe ich noch nicht. Viel Spaß beim Gucken. Ungeahnte Kräfte können sich ja freisetzen. Auf geht's. Ja, ich glaube, du musst es einfach in der Mitte jetzt so zu dir ziehen, genau. Und ich schütte da jetzt so grob so ein bisschen was rein auf Alibi. Ja, ja, nochmal. Ja. Passt das? Ja. Oh! Ja, wird schon. Meine kann jetzt auch nicht viel machen. Sind wir schon hoch genug? Ja, weil sonst... Ja, ja, so ist erstmal gut. Hier, das ist eigentlich ganz cool so. Gut, dann manövrieren wir jetzt den zweiten rauf, ne? Genau. was machst du denn? Ich heb den jetzt da rauf und dann lassen wir den bei dir ab, oder? Oh, das ist auch eine gute Methode. Oh, Junge! Oh, sag mal. Können wir aber nur einmal machen, wie ich gerade sehe. Ja. Oh, Junge! Du musst den weiter nach da machen noch, ne? Aber... Jo. Oh, und hier kann er auch rutschen. Nicht fallen lassen, aber, ne? Nee, nee. Okay, dann lass ich meinen Arm. Hab ich nicht vor. Hab ich nicht vor. Wenn es trotzdem passiert, dann ist es so. Oh, Junge! So. Ja? Ja, aber jetzt... Bisschen zu dir muss er noch. Genau, genau. Und ab. Wie es aussehen wird, wenn das alles getäfelt ist. Das ist heftig, ey. Geil. Gut, dann haben wir jetzt den nächsten darauf. Läuft ja ganz gut bis jetzt. Ja, aber zieht sich, ey. Das kommt halt in dem Video nicht so rüber, ne? Dass jetzt einfach schon wieder 4 Stunden für diese ganze Sache... Schade eigentlich. Ja. Na gut, hilft nichts. Weiter, anpacken. Ach, willst du den jetzt so tragen? Oder was ist dein Plan? Ja, ich bin jetzt so motiviert. Okay. Kann nicht so schwer sein, so ein Holzstämmchen, so ein Zahnstocher. Ich leg's dir erst ab. Na klar, Andi. Oh. Ja, geil. Hat auch gut funktioniert. Das jetzt so klar. Ich helf dir, ich helf dir. Und fallen. Lang, fallen lassen? Ja. Okay. So. Ja, passt doch. Die Optik gefällt mir richtig gut. Optik, boom! Oh. Wow. Okay. Light my baby! Oh, 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 oh. Geht gut. Gut, gut. Zu mir. Stopp! Ja, ist okay, oder was? Ja, ist sehr okay sogar. Was wir jetzt wieder nicht gezeigt haben, aber übelst lange gedauert hat, die ganzen Stämme hier ranzukarren. Aber wir haben es geschafft. Einen haben wir auch entrindet. Den Rest entrinnen wir morgen. Ja, da unten liegen auch noch zwei. Entschuldigung. Weil ihr seht schon auf der Kamera vielleicht, es wird dunkel. Ja, seht ihr nicht. Ich habe jetzt ISO 3200, aber ich gehe jetzt mal auf den ISO-Bereich. Das ist die Wahrheit. So dunkel ist es. So ist es eigentlich. Ja. Und es wird nicht nur dunkel, es wird auch spät. Naja. Also damit geht der heutige Tag zu Ende. Was steht morgen an? Auf jeden Fall machen wir die drei... Wände fertig. Ja. Also auf jeden Fall erstmal auf 4 hoch. Und wir greifen schon ein bisschen den Kaminschacht an, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ein bisschen buddeln, Stämme reinmachen. Ja, das muss passieren, dass quasi das Grundgerüst schon mal fertig ist und das wird dann nochmal eingemauert sozusagen, bis nach oben. Wird ein Arsch voll Arbeit. Mal gucken, wie weit wir morgen kommen. Wird aber auch geil. Ja. Bis morgen. Leute, falls ihr immer nach Outdoor-Kleidung gesucht, Hosen, Jacken, was auch immer. Solltet ihr mal unseren Sponsor Revolution Race auschecken, ja, da kriegt ihr alles. Und auch jetzt für den Sommer müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die haben auch so Zip-Off-Hosen und so einen ganzen Kram, ne? Und wie viel Prozent könnt ihr sparen? Ja, 15% mit Natur in Sonne 15. Also jetzt mal die Videobeschreibung bzw. den angepinnten Kommentar auschecken. Da findet ihr den Link. Leute, nächster Tag und
feinstes Wetter eigentlich. Ja, also besseres Wetter als gestern. Da hat es ja anfangs ein bisschen geregnet. Und jetzt muss erstmal direkt ein bisschen Zwergenarbeit verrichtet werden. Ja. Die Stämme müssen jetzt drin. Wir brauchen Erde. Und dann jetzt weiter mit dem Kaminschacht. Eine Menge zu tun, deshalb ran an den Speck. Wir haben ja gestern die Stämme schon vorbereitet. Und den brauchen wir hier. Das ist der kurze. Ach, der kurze kommt da links hin. Der kommt links hin, genau. Ich hab fast vergessen, wie schwer die sind nach dem einen Tag. Kann man das vergessen? Oh Gott! Oh. Andi will sich direkt töten, alles klar. Ja. Oh, oh. Oh, oh! Warte, ich halt hier hoch, wa? Ah, nein! Ja, das hätte jetzt die Folie kaputt machen können. Nein. So, okay, jetzt müssen wir hier nur ein bisschen. Warum ist hier eigentlich so ein riesiger Berg? Da ist wahrscheinlich was runtergekommen. Ich räume hier doch mal hier weg, dann haben wir mehr Platz, wa? Ja. Alter, was ist das denn für ein Kravenz, Mann? Was haben wir denn hier für Dinger geholt? Ich bin so ohne. Oh, Alter, was? Das ist schwierig, ne? Legt man den jetzt flach da drauf? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir müssen jetzt aufpassen. Durch gestern sind unsere Rücken schon so im Eimer. Jetzt darfst du dich nicht verheben, sonst ist gelaufen, Junge. Nächster Schritt, Leute, den letzten Stamm, also vorerst der letzte Stamm, entrinden. Jetzt können wir schon zu zweit arbeiten, weil wir haben beide die Hände frei. Perfekt. Ganz wichtig, immer schon zum Körper hinarbeiten. Ja gut, ja stimmt, soll man eigentlich nicht machen, aber geht ja hier nicht anders. Ja eben, ist auch komisch. Ne? Oder? Ich glaube, das geht nicht. Nein, das ist... Aber es ist komisch, dass man das sagt. Ja. Und dann so ein Werkzeug schafft. Die Menschen. Ein verrücktes Völkchen. Da schnitze ich dir ein richtiges Boot draus. Ja. Ein Boot. Ein Schwachsinn. Also wenn Werkzeug scharf ist, macht's einfach Spaß. Ja. Lädt dir das ruhig ein, Andi. Andi, Frost. So viel Eis, Sir. So viel Eis. Okay. Nächster Klotz. Hier, fang! Ach so, meinst du das? Oh, easy, jetzt, Alter. Jetzt machst du den alleine. Komm, heb ihn an! Ich brauch keinen Ansporn. Komm schon! Alter, da macht der echt, ist ja krank. Hättest du nie gedacht, wa? Nee, hätte ich echt nie gedacht. Tada! Heftige Arbeit. Jetzt stehen die Wände hier zumindest schon mal. Na, mehr als zur Hälfte. Mehr als zur Hälfte? Hält sich schön, jo. Ist auch alles stabil soweit? Es sieht so übertrieben gut aus. Und jetzt müssen Andi und ich erstmal überlegen, wie es weitergeht. Aber Andi hat euch noch was zu sagen. Weil wir clevere Nagetiere sind, haben wir gleich die Erde von dem Eingang für die Stämme genommen. Oh, sozusagen. Als ja, also, wir haben die Erde quasi hier reingemacht und haben nicht irgendwo Erde hergekarrt, sondern gleich vom Eingang genommen, wie gesagt. Weil wir wollen ja, weiß ich nicht, so gute 3-4 Meter hier schön raus, damit wir einen schönen Schacht haben. Ja, das wollten wir euch ja mal mitteilen. Nächster logischer Schritt. Ja, wir graben hier ein bisschen rein, weil hier kommt ja später der Kaminschacht hin, sozusagen. Ein Kamin. Ja, oder? Ein Kamin, na klar. Ja, ja. Mit Lehm und Stein und so, ihr wisst schon. Genau, und deswegen muss wieder mal gebuddelt werden. Aber wir sind ja wieder kluge Eichhörnchen oder kluge Nagetiere, wie Andi sagt. Wo kommt die Erde hin? Diesmal in die Mitte. In die Mitte oder darüber? Könnte man auch machen. Genau, auf jeden Fall nicht bei rausschippen, weil die Erde wahrscheinlich in die Mitte. Eh oder hier vor. Hier vor wäre eigentlich am sinnvollsten. Hier vor finden wir am allerbesten. Schön, dass wir mit euch quasi die Ideen entwickeln, ja. Oh, Leute, es ist eine beschwerliche Arbeit. Wir wechseln uns hier mal ab. Ich hacke und Andi schippt. Uiuiui. Andi ist übelst am Ölen, das sieht man auch. Echt, ja? Ja, du leuchtest, du reflektierst. Boah. Ist das heftig. Na komm, ich mach jetzt mal wieder. Jetzt fällt er, Leute. Hofft Andi. Wir sind stärker. Was das für ein Klopper ist, Alter. Und als ob der genau da ist, ey. Naja, zu seiner Verteidigung, er war auch zuerst da, ne? So ist nicht. Das ist ja kein Grund. Komm, dreht ihn um jetzt. Ist wie so eine Insel, Alter, wie bei so einem Jump-and-Run-Spiel. Ah! Guck den Stein an! Was da für Teil runterkommt? Oha. Dreht ihn um, Andi! Komm, Dropkick! Ja, denken jetzt alle, dass das so leicht ist. Ja. Dropkick!
Weiß ich nicht. Na, ich geh mal rin und häng mich dran wie so ein Panda-Bär. Bring ihn zu Fall! Nikolas! Die Frage ist halt, wie kriegen wir das Ding dann raus? Das ist nämlich bockschwer. Ja, es ist ja zukunftsmäßig eine ganz komische Frage. Das ist nicht zu fassen. Der wird einfach im Grubenhaus verarbeitet. Das ist ein schöner Wurzeltisch oder sowas. Es ist ja alles Kiensparen, also damit machen wir einfach das erste Feuer im Kamin. Alter. Jetzt kommt er nämlich! Du Sau, Alter! Das ist doch ein Stoßzahn. Oh. Guck dir das Ding an! Alter! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Woo! Woo! Ich möchte sterben, bitte! Nein! Tötet mich einfach! Nicht heute. Feuerchen haben wir schon angemacht. Jetzt müssen wir nämlich noch zwei Stämme nachkohlen. Ist nämlich für die Kaminschachtwände. Genau. So krank, ne? Ja, das macht jetzt nebenbei weiter und wir haben jetzt richtig Lust, noch ein bisschen weiter zu schippen, oder, Andi? Schippen ist einfach unser Leben. Ja. Unser, ne? Hobby. Ja? Ey, ich bin so, wenn ich 30 werde und das ist dieses Jahr, dann bin ich tot. Fakt. Ja, kannst du mich einpacken, dann mache ich einen Beauty-Channel auf. Jetzt haben wir den zweiten angekokelt, der ist jetzt auch fertig, der kann runter. Ich sagte, der kann runter. Perfekt. Jo, und das hier ist jetzt auch fertig ausgebuddelt und jetzt heißt es noch 4 Pfeiler versenken, das machen wir jetzt noch, hoffentlich. Und ja, Leute, vorher guckt euch mal bitte den Sandberg an. Das Grubenhaus ist voll. Also, was ist da los? Das ist so lächerlich, ne? So lächerlich, naja. Aber auch gut. Ja, komm, dann jetzt hier versenken. Komm! So, Freunde, typisch wir. Es kommt zu Komplikationen, aber das ist immer so, wenn man sich halt vorher keine Gedanken macht. Wir haben jetzt irgendwie eine geilere Idee. Wir werden nämlich hier in dem Schacht, wo ja der Kamin dann hinkommt, nicht die Wände normal ziehen, wie wir es gerade gemacht haben, sondern hier kommen die hochkant. Genau, weil es also dann weniger Arbeit ist, ne? Ja, und weil es dann anders aussieht. Dann, ja. Da ist quer, da ist hochkant, es sieht geil aus dann auch. Es löst im Prinzip das Problem, dass man dann hier nicht so eine Dinger hat und bliblablub. Dann haben wir jetzt die perfekte Vorbereitung, dann, wenn wir das dann nächstes Mal machen. Haben schön gerade Wände ohne Vertiefung und können da den Kamin reinbasteln mit Steine und Lehm und so. Naja, erstmal müssen wir das Ding hier aufbauen. Ja, schön viel weiter im Kopf. Genau. Und dann die ganze Sache hier wieder auffüllen. Wir haben durch das Prinzip haben wir jetzt halt viel, also dadurch, dass wir vorher anders geplant haben, haben wir jetzt viel zu viel Aushub gehabt. Und das den jetzt hier wieder hinbringen. Das heißt, Alter, Vater. Okay, wir brauchen 11 Stämme. Nächstes Mal dann. 4 haben wir schon. Okay. Ja, also beim nächsten Mal 7 Stämme ankuckeln. Genau. Und dann einfach nur einen kleinen Graben ziehen, alle reinballern, zack, zack, zack. Genau. Und dann hier oben so eine Dinger drauf, das verbinden wir dann. Und der äußerste Stamm hier wird quasi, der hier reinkommt, wird mit dem verbunden. Dann haben wir in sich die Stabilität. Ja, finde ich gut. Doch, ich finde es gut. Na, wird heftig. Ja. Wird richtig heftig. Leute, und wie immer jetzt eine Frage an euch. Richtig. Wird ein bisschen länger und ausführlicher, die Frage. Thema Kamin. Richtig. Welche Art von Stein sollen wir zum Auskleiden nehmen? Es gibt ja viele verschiedene. Feldsteine, Ziegelsteine, was können wir noch nehmen? Schamottsteine. Richtig. Das ist ja ohne Ende Möglichkeiten. Ja. Und was würdet ihr am meisten feiern? Schreibt es in die Kommentare. 2 Tage wieder geackert bis zum geht nicht mehr, aber es hat sich gelohnt. Wir sind gut vorangekommen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, wie immer nächsten Samstag um 10 Uhr einschalten. Also bis dahin. Ciao. Auf, ey. Oh nein, eine Kettenreaktion. Heb ihn an! Komm schon! Wow. Wenn ihr wissen wollt, kleiner Spaß, dann abonniert!